meine lieben Foodhaul-Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Foodhaul auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Foodhaul. Wir waren einkaufen beim Tesco und haben 88 Euro ausgegeben. Das ist jetzt kein ganzer Wocheneinkauf. Wir wollten das jetzt so handhaben, dass wir zweimal die Woche einkaufen gehen, also immer so für 4 Tage circa, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich kochen soll und dass man dann halt immer nur für 4 Tage planen muss. Und dann ist der Kühlschrank auch nicht so voll. Okay, da fangen wir mal mit den frischen Sachen an. Zweimal unsere Margarine. So, ganz viel Aufschnitt. So, dann haben wir hier einmal zum einen eine andere Salami. Das ist, ja, German-Style-Salami. Dann haben wir hier eine Bärchenwurst. Das ist bestimmt für die Tochter, Bärchenwurst. Dann hat er einmal mitgebracht Red Cheddar. Einmal Sahne Light. Einmal ein Vanillejoghurt. Ich glaube, das ist, soll griechisch sein. Ja, griechischer Style, genau, griechischer Joghurt, Vanille. Zweimal mitgenommen Putenfleisch, weil ich möchte nämlich gerne Putengeschnetzeltes machen. Morgen, heute ist ja Samstag, also am Sonntag möchte ich gerne Putengeschnetzeltes machen mit Kartoffeln und Gemüse, genau. Dann hat er hier einmal Erdbeerjoghurt. Genau. Dann hat er einmal noch eine Schlagsahne im Becher mitgenommen. Einmal roter Cheddar und Mozzarella, geriebene Mozzarella-Käse mitgenommen. Und ein richtig leckeres Karamelleis von Cadbury, genau, Cadbury. Das ist richtig, richtig lecker mit Karamell und Schokolade. Mm. Als nächstes haben wir hier Sesam-Bagels. 5 Stück. Die schmecken eigentlich immer ganz gut. Kommt mir entgegen hier natürlich unser Eisbergsalat. Ich weiß nicht, ob der den mitgenommen hat. Ich glaube einmal. Ja, Eisbergsalat. Lauchstangen. 3 Stück. Dann natürlich unsere Karotten, Zucchini, Frühlingszwiebeln, also so große habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, wie damals, genau. So, für 2,49 Euro gibt es jetzt Erdbeeren. Sind 300 Gramm. Eine Honigmelone. Eine Honigmelone. Zweimal Baguettebrötchen zum Aufbacken, Aufbackbrötchen. Dann haben wir hier 3, 4, 5 Mal Kaffeesahneersatz. Light. Dann habe ich hier das leckere Sprudel mit Rhabarber und Apfel. Dann natürlich für unser Töchterlein einen Saft. Den gibt es nur bei Tesco. Alles nass, weil es so geregnet hat. Dann haben wir hier 4 Pink Lady Äpfel. Dann haben wir hier wieder unsere leckeren Reisnudeln. Zweimal Tortellini. Dann haben wir hier einmal Bananen. Einmal so Topfbrötchen mit Körnern drauf. Einmal Kartoffeln. 2 Kilo. Dann gibt es hier einmal noch leckere Frühstückskekse.
12 Eier in Größe M, 2 Packungen Käsebrötchen, auch so als Softbrötchen, 3 Feuerblöcke. Wir schneiden das immer durch, dann reicht das für 2 Abende ein Block. Genau, so machen wir das. Gut, ich glaube, das war's schon mit unserem Food Hall. Ach genau, ich habe ja noch vergessen Wasser. Genau. 6 kleine Flaschen Wasser, jeweils, ich glaube, 500 Milliliter, genau. Haben wir noch 2 Kanister mit jeweils 5 Liter Wasser, stilles Wasser. Und 2 Packs, jeweils 6 Flaschen drin, auch mit Wasser, stillem Wasser. Das war's dann. Gut, ich hoffe, euch hat mein Food Haul gefallen und ihr lasst einen fetten Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schreibt einen netten Kommentar drunter und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao!